Bevor du dich für ein VPN entscheidest, solltest du unbedingt wissen, wie es funktioniert. Und deshalb bin ich heute hier, um dir zu zeigen, wie du NordVPN auf deinem Gerät installierst. Lass uns nicht weiter warten. Ein NordVPN für Tutorial und Desktop-Handys kommt sofort. Beginnen wir mit der Anleitung für NordVPN für Windows. Der erste Schritt besteht darin, NordVPN für Windows herunterzuladen. Gehe dazu auf die Website des Anbieters. Dort gibt es eine spezielle Download-Seite, über die du NordVPN ganz einfach herunterladen kannst. Die Installation von NordVPN dauert nicht lange, 1 oder 2 Minuten, je nach deinen technischen Daten, aber danach kannst du die App ganz einfach starten. Jetzt musst du nur noch die App starten, dich mit deinem Konto anmelden und schon kann es losgehen. Wenn du noch keinen Account hast, kannst du dir über den Link in der Beschreibung ein Abonnement mit dem besten verfügbaren Rabatt sichern. Jetzt kannst du dich einfach mit einem Server verbinden und auf whatismyipaddress.com überprüfen, ob dein VPN richtig funktioniert. Unter macOS ist der Prozess sogar noch einfacher. Du musst immer noch ein Abonnement abschließen, aber danach lade NordVPN einfach aus dem Apple App Store herunter. Nur ein einziger Klick ist nötig. Du musst NordVPN nicht wie unter Windows installieren, das geschieht automatisch. Sobald die App installiert ist, kannst du dich mit dem Konto anmelden und NordVPN nutzen. Schauen wir uns jetzt noch an, wie das für mobile Geräte funktioniert. Auf Android musst du in den Google Play Store gehen und dort nach der NordVPN-App suchen. Du kannst die App mit einem Klick herunterladen, ganz einfach. Nachdem du die App runtergeladen hast, logg dich mit deinem Konto ein und schon ist alles erledigt. Für iOS ist es eigentlich genau dasselbe, nur dass du natürlich im Apple App Store schauen musst. Glückwunsch! Du hast gerade NordVPN für ein Smartphone-Gerät installiert. Natürlich nur, wenn du hier live mitgemacht hast. Ich möchte dir jetzt noch kurz zeigen, was du mit NordVPN auf deinem Gerät machen kannst. Zuallererst Sicherheit. NordVPN hat starke Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen, um deine Verbindung zu schützen. Sie sind außerdem einfach einzurichten. Alle Funktionen haben kurze Erklärungen und du weißt immer genau, was passiert, wenn du sie aktivierst. Achte darauf, dass du den Kill-Switch aktivierst, um IP-Lags zu vermeiden, den Schutz vor Werbung, Trackern und Malware und das Split-Tunneling aktivierst, wenn du NordVPN nur mit bestimmten Apps und Websites nutzen willst. NordVPN ist außerdem schnell genug, um dich bei deinen Aktivitäten nicht zu stören. Selbst für Streaming oder Torrenting hat NordVPN unterstützende Funktionen. Als ich NordVPN getestet habe, konnte ich auf viele Streaming-Inhalte zugreifen und die optimierten Server machen das Torrenting zu einem unkomplizierten Erlebnis. Du kannst NordVPN für bis zu 6 Geräte gleichzeitig einrichten und das ist ein guter Deal, wenn du das im Hinterkopf behältst. Außerdem kannst du eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen, wenn du deine Meinung ändern solltest. Erstmalige NordVPN-Nutzer auf Android können NordVPN auch kostenlos testen, allerdings nur für 7 Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bleibst in der Nähe und abonnierst für weitere VPN-Tests und Tutorials. Mein Name ist Moritz, das war VPN Pro. Bis zum nächsten Mal.